Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem Crunchcow. Und wir spielen das Ganze in der Ego-Perspektive. Heute werden wir mal so richtig egoistisch und werden mal als Cop in der Ego-Perspektive unterwegs sein. Oh shit. Das ist noch arg gewöhnungsbedürftig für mich. Wir werden mal links abbiegen. Es gab zwischenzeitlich mal wieder ein Rage-Plugin-Hook-Update. Danach dachte ich, oh mein Gott, das wird nie wieder gut laufen. Aber doch, es ging ganz gut. Ich habe noch ein paar neuere Updates ziehen müssen. Aber so insgesamt sieht das jetzt ganz gut aus. Ich hoffe auch, dass die Callouts sich ordentlich laden. Die sind ja halt auch schon ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, älter. Hoffe, dass es dann besser wird. So, wir können jetzt quasi fahren. Wenn er mich jetzt hier lässt, können wir jetzt hier sogar rumfahren. Ey, was bist denn du so? Ich fahre doch ganz normal. Tatsächlich sieht das aus, als würde ich voll besoffen durch die Gegend fahren. Fahren jetzt hier mal rechts. Und dann hier mal links. Auf welcher Ampel? Ey, pimmelst du? Steht denn der überhaupt rum? Wie redet der überhaupt? Ja, ist ja auch egal. Ja, wir machen einfach mal einen kleinen Streifendienst. Der Hackbart ist derzeit so ein bisschen unterwegs und im Urlaub, deswegen übernehme ich mal wieder leihweise. Ich dachte mir, bevor ich jetzt hier ein neues Auto vorstelle und Pipapups, machen wir lieber einen ganz normalen Streifendienst. Warum guckt der denn so? Ja, wir müssen uns auch mal ein bisschen umgucken hier nach den Gesetzes. Ja, sein Auto ist nicht ganz sicher. Ist aber nicht so schlimm. Ey, wann kriege ich denn jetzt hier grün? Mike, Oscar, Oh. Sam, in hot need of backup. Attention Unit 1, Adam 12. Weg! We have a 1099 shot ich fired muss at an da durch. Officer. This is David Charles 12, copy. Achtung! Da sind Schüsse auf einen Officer gefallen. Das will ich mir so nicht gefallen lassen. Oder geht's voll ab? So, Moment, brauch eine Waffe. Die Sachen sind im Weg, sehe ich gerade. Hey, wo ist er? Muss nachladen. Okay, als nächstes denken wir mal dran, dass wir nicht die Brille aufsetzen. Wir sehen dadurch so ein bisschen wenig. Unser Officer ist tot. Das ist natürlich ziemlich traurig. Wir werden natürlich jetzt allererstes mal den Coroner bestellen. Und wir haben Geld fallen lassen. Meins. Dich habe ich umgefahren, weil ich ein Gefahrenvollzug war sozusagen. Ach so, und außerdem brauchen wir ja auch hier dann noch den Tow Truck. Für das Polizeiauto, weil. Hey, Buddies. Genau, die kommen da hinten auch. Dispatch calling Unit 1, Adam 12. We have a civilian requiring assistance. A oh, disturbance. Nee, Moment, das ist der falsche Wagen. Halt, 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 halt. So geht das nicht. Ich muss ja meinen Wagen nehmen. Guck mal, wie der in die Schlitter da hat. Und die durch die Scheibe sogar geschossen. Mann, 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 ey. Halt. Falsche Taste. So, jetzt können wir weiterfahren. Wie man sieht, sieht man nicht so viel durch diese gekrisselte Scheibe. Das schreit danach, als wenn wir unser Wagen mal austauschen müssten. Oh, sieht voll high aus, ey. Außerdem hat er ein komisches Hawaii-Hemd an. Den werden wir doch dann sicherlich mal überprüfen. Der braucht ziemlich lange, bis er hier über die Straße geht. Ich bin dafür, dass wir den mal kontrollieren. Entschuldigen Sie, Sir. Sir.
Hallo? Oh, diese Brille, ne? Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, ne, oh, Entschuldigung, Sie sind eine Frau. Kann man sie befragen? Ach, nö, na, dann weißt du was. Hey, bleib mal cool. Dann haben sie nichts getan. Tut mir leid für die Störung. Was ist mit der Brille? Das geht mir echt auf den Keks. So, egal. Wir fahren weiter. Dispatch calling unit 1 Adam 12. Die Turbines supported. We have a civilian requiring assistance. 415. Wir fahren da mal hin. Copy that, dispatch. Roger that. 1 Adam 12. In route. Responding code 2. Non-lethal right. Weapons to be employed. Oh. Ich muss hier rum. Geht doch mal weg. Ja, wir wollen ja niemanden an. Bitten hier, so. Was ist denn hier los? Entschuldigen Sie? Don't give me a reason to use force. Stay calm. The fuck's up with you? I'm a businessman. You don't walk away after damaging my vehicle. Yo, chill, dog. No. No way. I haven't lived this long by being a loser. Don't even fucking look at me. You're fucking crazy. You sorry piece of shit. So, ja, genau. Jetzt musste man F6, nicht F6. Control F6. F6. Officer Audio Menü, Talking Point. You don't want to get me mad, got it? Calm down. I catch your ass again, I'm gonna mop it. Hey, hey, runter. Stop, police. Sag mal, Freundchen, wolltest du gerade fliehen? Und außerdem, warum ist meine Brille so komisch? So, jetzt nehmen wir dich erstmal hops. Und dann hier. Holen wir uns jemanden. Oh, ich habe mich niedergekniet, deswegen war alles so komisch. So, wir müssen mal warten, bis die Unterstützung da ist. So lange behalten wir dich mal in Schacht. Und ey, du schrei mal nicht so rum. Da ist er. Hey, nimm den mal mit hier. Danke. So, Sir, und Sie bleiben mal bitte ganz ruhig. Habt ihr keinen Grund rumzuschreien. So, Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Ja, das We've machen got wir. An officer in need of assistance. In Pillbox Hill. Wir fahren da mal hin, weil der braucht bestimmt Schnellhilfe. Entschuldigung, macht mal ein bisschen Platz bitte. Ja, das war wieder wunderbar. Das ist wie die Bildung einer Rettungsgasse. Es ist einfach nicht einfach. Boah, es ist aus der Ego-Perspektive auch echt nicht einfach zu fahren, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gefällt euch die Ego-Perspektive denn? Also ich sag mal, habt ihr Spaß dran an Ego-Perspektiven spielen oder... Oder habt ihr es lieber, wenn ihr aus der anderen Sicht schauen könnt? Wir steigen mal aus. Okay, was haben wir hier noch? Speeding, other ticket void, open standing, backup items, ja. Okay. So, passiert da irgendwas? Ich muss mal kurz anders gucken. Thanks.
Attention, this is dispatch. Ach, ist doch abgehauen. Clear code 4. No further units required. Ach so, nee, der ist vorbei. Alles klar. So, jetzt möchte ich ganz gerne hier wieder raus. Oh, sorry. Zeit die Stadt. So. Attention Unit 1, Adam 12. Citizens report of 415. Units respond code 2. Das haben wir mal auf, hin. Sollte ja eigentlich relativ fix gehen. Roger that. 1, Adam 12. Is responding code 2. Target is average Caucasian male. Brown hair, short sleeve shirt, dark pants. Okay, irgendwo muss hier ein Mensch sein. Brown Pants? Ne, das sieht hier nicht danach aus, als wäre ich hier richtig. Ich glaube fast, ich muss hoch. Oh, fuck. Entschuldigung, mach mal Platz. Na, ich glaube, ich muss da auf diesen Platz oben. Ist er mit zufällig einen Reifen weggeschossen worden? Nee, ne? Nee. Irgendwo muss hier einer mit braunen Hosen sein. Warum läufst du so schnell? Ja, du bist es nicht. Ah, helft mir, habe ich irgendwas übersehen? Also ich meine, übersehen tut man ja hier schnell was durch diese Brille. Eine braune Hose. Shit. Ich sehe ihn aber auch echt nicht. Gehen wir mal eben zurück zum Auto. Weiter. Ne, der Einsatz ist unspektakulär. Dann brechen wir mal ab. Citizens reporting of possible 148 in Alta. Never mind. What's happening? Holy shit! Ja, ich sehe dich doch. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Citizens report a driver under the influence on a... Oh, hier, dass ein Zivilist erschossen wurde. Das nehmen wir. Ey, vorsichtig. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. In route, responding code 3. So. Proceed with caution. Achtung, hier bekomme ich. Mal gucken, ob das funktioniert. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Irgendwie Medical aid fährt requested. Er jetzt im Kreis, aber ich habe doch da gerade gelesen, dass er mich da Copy hinstellen. That, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Hey, alles cool, that, dispatch. Hey, jeder, Roger jeder. That, 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Und was hängt jetzt hier in der Schleife? Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. Copy that, dispatch. Roger that. 1, so, Adam 12. Einsteigen, ja. Medical aid requested. Respond code 3. Oh. Jetzt habe ich nichts wieder gefreist. Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam 12. Medical aid requested. Respond code 3. So, jetzt bleibt mal alle locker hier. Ey, au!
Was ist denn da gerade passiert zur Hölle? Wer war das? Attention all units. All units report. Okay, Corona. Das kann ich. Okay, jetzt habe ich aber das auch mal verstanden. Man muss sich quasi gegen den Verkehr stellen und die absichern. Alles klar. Attention Unit 1, Lincoln 18. Citizens report. A DUI in progress. Pillbox Hill. Schauen wir doch mal, wie wir jetzt da am besten hinkommen. Wow, wow, wow. Ist der da unten runtergefahren? Oh, for fuck's sake. Ich weiß noch nicht, wie ich da am besten jetzt hinkomme. Ich vermute erstmal grundsätzlich hier runter. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Es sieht aber so aus, als wäre der sozusagen auf so einer Art Parallelspur. Ich habe den noch nicht getroffen jetzt, oder? Ja, scheint so. Scheint so, als hätte ich ihn getroffen. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ich komme hier nicht rum. Der ist doch da unten irgendwo, oder? Cruise da unten irgendwo drin rum, wo er nicht reingehört. Wo er nicht reinkommen dürfte. Backup! Oh, nee, das war die falsche Taste. Backup needed in La Mesa. Units respond code 3. Oh, Baum. Okay, aber wir sind auf einer richtigen Spur. Außerdem möchte ich ganz gerne das Support. Attention all units. We've got units requesting helicopter support. Oh shit. La Mesa. Der ist da unten im Kanal. Da komme ich nicht runter, so ohne weiteres. Doch jetzt. Überschlagen. Ach, Ivo. Oh, falscher Knopf. Oh mein Gott. Nein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Ich habe eine ganze Gang gerade aufgewiegelt. David units on alert. Assistance required in La Mesa. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Oh shit. Assistance needed in La Mesa. This is David Charles 12. Copy. Ja, es scheint ganz schön was los zu sein. Ich habe gerade eine ganze Gang anscheinend gegen mich gehabt. Oh. Das tut mir leid. Der ist down. Attention Unit 1, Lincoln 18. Head drift. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Tut mir leid, dass das so ausgeartet ist. Ernsthaft. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann nicht mehr in der Ego-Perspektive oder zumindest nicht mehr so. Aber sagt mir mal, gefällt euch die Ego-Perspektive? Wollt ihr häufiger Ego-Perspektiven sehen? Vielleicht, dann würde ich nur andere Kleidung nutzen, weil das ist echt ätzend. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Crunch gesagt. Bis dahin, haut rein. Ciao.